Am 20. April hat EPOS mit dem H3 Gaming Headset ihre neue Generation an Gaming Peripherie veröffentlicht. Mit dem H3 möchte EPOS Premium Audioqualität in das gehobene Einstiegssegment bringen. Ob Ihnen das gelingt und was ihr von dem neuen H3 erwarten dürft, das erfahrt ihr wie immer hier, aber erst gleich nach unserem Intro. Hallo und herzlich willkommen auf GameContrast.de. Mein Name ist Gerrit und heute dreht sich alles wieder um Gaming-Hardware. Und es gibt wie versprochen etwas auf die Ohren, nämlich mit dem H3 Gaming-Headset von EPOS. Einigen von euch dürfte EPOS durchaus ein Begriff sein. Mittlerweile verfügt EPOS über 115 Jahre Erfahrung im Audio Engineering. Aktuell sind sie auch Sponsor und Ausstatter des Formel 1 Racing Teams Aston Martin rund um Sebastian Vettel und Lance Stroll. Apropos Aston Martin, auf dem offiziellen Twitter-Account habt ihr noch bis zum 30.05. Zeit, an einem Gewinnspiel daran teilzunehmen, um ein H3 zu gewinnen. Meldet euch bei Aston Martin an und mit etwas Glück habt ihr die Chance, ein Exemplar zu gewinnen. Aber kommen wir jetzt mal zum Headset selbst. Das H3 kommt in einem 23x24x9,5 großen und unauffälligen Karton daher, welcher jedoch das Produkt auf dem Cover recht schön in Szene setzt. Der Karton selbst lässt sich schön nach oben klappen und das H3 liegt gut gepolstert inmitten des Kartons. Die Aufmachung suggeriert einem schon beim ersten Blick, hier gibt es ein Premium-Produkt. Die Kabel selber befinden sich in einer kleinen Schachtel. Ja, für dieses knapp 120 Euro teure Headset gibt es einen 3,5 mm Klinkenanschluss und kein Bluetooth Wireless. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Wer auf der Suche nach einem Wireless-Headset ist, wird hier beim H3 leider nicht fündig werden. Wem das allerdings nicht weiter stört, der bekommt hier gleich zwei ausreichend lange 2 Meter Kabel mit 3,5 mm Klinke und das Ganze auch in einem bruchsicheren Geflechtsschlauch. Zum einen bekommt ihr ein gewöhnliches 3,5 mm Klinkenkabel für eure Konsolen. Bedeutet PlayStation, Xbox oder auch Nintendo Switch kompatibel. Und zum anderen gibt es auch ein extra Kabel für euren PC mit einem Kopfhörer- und Mikrofoneingang. Das H3 arbeitet mit einer Frequenz von 20 bis 20.000 Hertz und gibt einen Schalldruckpegel von 91 Dezibel bei 1 kHz wieder. Bässe wirken richtig schön tief und kraftvoll. Die Höhen wirken klar und deutlich. Für meinen Geschmack dürfte der Bass ruhig noch ein wenig kraftvoller sein. Aber das ist jedoch Meckern auf hohem Niveau und rein subjektiv. Egal, ob euch in brachialen Call of Duty Runden die Kugeln und Granaten um die Ohren fliegen oder ihr in Night City wieder für Chaos sorgt, jederzeit habt ihr ein wirklich kraftvolles Klangerlebnis. Das H3 Headset wurde mit einem Audiosystem entwickelt, welches sich speziell in Games hervorragend auszeichnet. Die Verarbeitung ist ebenfalls wirklich gut gelungen. Die Speaker sind ausreichend dick gepolstert und umschließen dabei das komplette Ohr und schirmen euch so von der Außenwelt ab. Das Kunstleder hinterlässt hierbei einen wirklich guten Eindruck. Doch auch die Bügel sind ausreichend gut gepolstert und über Metallschienen lassen sich die Bügel individuell in der Größe und passgenau einstellen. Ja, und auch nach mehreren Stunden sitzt das Headset immer noch angenehm auf dem Kopf und es gibt kein unangenehmes Druckgefühl. Am rechten Speaker lässt sich auch die Lautstärke über ein kleines Rad einstellen, was ich sehr praktisch finde, denn somit entfällt ein Bedienelement am Kabel selbst. Die Sprachqualität vom Mikrofon kann sich ebenfalls durchaus hören lassen. Und dann hört sich das Ganze wie folgt an. Ja, zugegeben, man merkt, dass wir jetzt mit einem Headset-Mikro kommunizieren. Dennoch ist die Qualität mehr als ausreichend und jeder in der Party dürfte euch auch glasklar verstehen. Also ich bin mit der Qualität durchaus zufrieden. Das H3-Headset von EPOS kommt dabei in den Farben Schwarz und Weiß daher und hat eine UVP von 119 Euro. Doch kommen wir mal zum Fazit. Das EPOS H3 Gaming Headset ist definitiv sein Geld wert. Solltet ihr auf der Suche nach einem vielseitigen Headset sein, welches zu möglichst vielen Systemen kompatibel ist und ein Kabelanschluss euch dabei nicht weiter stört, so können wir euch dann das H3 Gaming Headset von EPOS nur wärmstens empfehlen. Während einige Konkurrenzprodukte ausschließlich auf Plastik setzen, bekommen wir hier alternativ auch noch einen hochwertigen Metallschieber zur passgenauen Einstellung des Kopfhörers.
Hier bekommen wir wirklich ein Premium-Produkt. Wer hingegen allerdings auf der Suche nach einem Wireless-Headset ist und viel Wert auf besonders tiefe Bässe legt, na, der wird hier mit dem H3 eher weniger glücklich werden. Zum Schluss bedanken wir uns selbstverständlich bei Epos und Swordfish für die Bereitstellung eines Exemplars. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Habt jetzt noch einen wunderschönen Zockertag. Ich bin Gerrit von GameContrast.de. Ich bin raus für den Moment und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.